Ja, liebe Leute, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Diesmal ist der große Boss. Der wird mich erschießen! Ja, ach. Bist du denn? Da bist du. Ist tot. Nicht so weit. Ich sehe. Gute Nacht. Wachpost-Salami, das ist schön, dass wir jetzt noch Leute kriegen. Aber ich hoffe, dass unsere Jungs da sind. Hast du den Verstand verloren? Nö. Deine Zugabe! Wer hab ich denn da jetzt angeschossen? Er doch nicht, oder was? Hast du den Verstand verloren? Kein Kopf weg! Stecke fest! Scheiße! Ja, jetzt bist du aber fällig. Scheiße! So, kommst du und haben wir was zu nehmen. Wisst ihr, wie lange ich schon für die Makanos arbeite? Hä? Ja. Nicht mehr. Schade, ich dachte, ich hätte ihn tatsächlich jetzt schon erledigt. Glücksspielgeschäft gesichert. So, Cassandra kriegt den Teil hier. Wenn ich Southdowns halten soll, brauche ich Hilfe. Was immer du brauchst. Hilfe ist unterwegs. So. Gut. Dann haben wir das erledigt. So, das Ding gehört jetzt uns. Gute Frage. Kunden sehen, seit wir hier übernommen haben, als ob sie sich verlaufen hätten. So, dann nehmen wir mal die Kohle noch mit, die wir hier rumliegen haben. Sicher, sicher. Sauber, Verbündeten zu gewonnen. Ja, Raubbomben für Screaming. Okay, wunderbar. Dann, oh, dann. So, das geht alles ohne mit hier noch. Ne? Die Kasse nehmen wir auch mit. Sicher, sicher. Ich glaube, dann haben wir auch alles. Dann brauche ich jetzt nur noch den. Oh, da liegt noch Geld. Mit. Und brauchen wir auf jeden Fall den ersten Hilfekasten. Wo ist denn der? Ah ne, der ist ein bisschen weiter hinten, ne? Der ist bestimmt hier drin. Ja, bei den Frauen auf der Toilette. Jo. Okay, dann haben wir den hier. Sorry, ich muss mal stören. $36. Ich glaube, dann haben wir auch so weiter Ding hier komplett eingenommen. Wenn ich jetzt richtig in. Ne, unten liegt noch ein bisschen Geld. Also zwischendurch liegt noch ein bisschen Kohle noch dabei. Ja, das ist klar. Das nehmen wir auch auf jeden Fall auch alles mit. Weil Kleinfirma hat auch Mist, wenn man mal gerade guckt, wie viel wir mittlerweile schon auf dem Konto wieder haben. Hier liegt noch eine Notiz, das weiß ich auch mittlerweile. So, dann müssten wir die kurz, gucken wir die Notiz, lesen wir die kurz. Bobby Dimes steht bei uns mit 15 Riesen in der Kreide. Der Blödmann weiß nicht, wann Schluss ist. Wenn du seinen fetten Arsch schießt, schnapp ihn dir und schaff ihn hierher. Hinher. Das ist meine Lieblingsecke des Bayou kennenlernen, John. Ja.
kann ich euch jetzt nicht, natürlich nicht sagen, wer das jetzt exakt ist. Weil, wie gesagt, das ist mein erster Teil Mafia. Und das letzte Geld müsste eigentlich oben liegen. Nee, das ist noch eine. Also, nee, das ist kein Geld. Das ist hier eine Weste. Geld liegt irgendwo hier hinten noch drin. Da bin ich ja stühlen. Ja, Chefe ist mittlerweile weg. Aufgeräumt haben sie schon. In unserem. Geh weg. Also hier haben wir, glaube ich, erledigt, oder? So, die Kohle nehmen wir natürlich mit auf die Tasche. Auf das, nehmen wir natürlich mit. Und hier fehlt irgendwo noch ein Bild. Das ist hier hinten. Und das ist das erste von dreien. Ich suche, wie gesagt, nicht explizit nach den ganzen Sachen. Kann ich natürlich auch machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Aber muss nicht unbedingt sein. Genauso wenig wie ich nach den. Ja, nach den Sicherungen suche. Das ist. Ja. So, dann nennen wir das heute. Das obere ist die Warnweste. Die Warnweste. Die Sicherheitsweste da, diese schutzsichere Weste. Gut, dann haben wir. Das erledigt. Wunderbar. So, was machen wir dann als nächstes? Was haben wir dann noch Schönes? Der nächste Teil ist hier. Rede mit Grand Pordue. Ansonsten haben wir hier oben noch Sachen. Die bewiesene Bestechung. Okay. Dann fahren wir da jetzt hin. Würde ich mal spontan sagen. Oh ja, ich brauche eigentlich nicht, wollte nicht da hochspringen, sondern eigentlich wollte ich das Auto rein. Ah, das ist die Rauchgranate. Okay. Ich will eigentlich tatsächlich. Ich komme immer auf die falsche Taste. Ich vergesse, dass ich das in meinem Auto machen will. So. Lass uns was von dem Bargeld einbunkern. Ich habe wieder 2000. Klar doch, Chef. Bin schon unterwegs. Oh, die nehme ich gerne mit. So, da ist die junge Dame. So. In Ordnung. Was gut drauf. Was wickeln wir heute unterwegs? Melde dich, wenn du mich brauchst. So, das ist gut, dass wir die jetzt mittlerweile haben. Gut, dass sie auch gratis ist. Wäre ja blöd, wenn wir es auch für eine bezahlen würden. Gut. Die macht bestimmt nicht vieles. Macht vieles bestimmt nicht umsonst. Gut. Genau. Das nächste, was wir machen, jetzt im Film mit Grand Pure reden. Das werden wir auf jeden Fall jetzt als nächstes erledigen. Ja, wir haben das. Wir haben schon viel geschafft auf jeden Fall. Doch, wie gesagt, vier Leute haben es schon mittlerweile down. Fehlen, wie gesagt, noch zwei und die drei Capos. Und dann ist der oberste Chef Sal Macano. Der Typ, der uns ja quasi die ganze Scheiße hier eingebrockt hat. Und noch quasi ist es. Quasi ist das gesamte Spiel eigentlich quasi ein kompletter Rachefeldzug hier. Es ist nichts anderes als ein kompletter Rachefeldzug. Moin, Cheffe. Hallo, junger Mann. Und du? Grand Pardieu. Gefällt Ihnen der Laden? Ich denke drüber nach, Ihnen. Okay. Und was haben Sie mit Marcanos Organisation zu tun? Mein Freund, ich besitze und leite Kaufhäuser. Aber bei dieser Wirtschaftslage, naja, da habe ich viel überflüssiges Inventar. Kleidung, Elektronikartikel, Sie wissen schon. Ein alter Freund, Artie Higgins, sagte mir, Grant, ist doch alles versichert. Lass dir den Plunder von mir abnehmen. Sie ließen sich also beklauen? Ja, meine Trucks. Sollte nur ein einmaliges Geschäft sein, aber verdammt, Artie hat einfach nicht aufgehört. Ich kann das nicht mehr weiter durchziehen. Wohin bringt Artie die Trucks? Hat er mir nie verraten, aber als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, hatte ich den Eindruck, als wollte er sie bei jemand anderem abladen, bei einem, wie nennt man das, einem Hehler. Grant, wenn ich Ihre Sachen finde, gehen die sicher in Flammen auf. Tun Sie, was Sie tun müssen, um Artie das Handwerk zu legen. Meine Versicherung hat mich rausgeworfen. Sie sagt, ich sei ein Risikokunde. Ist das frech? Aber wenn Sie mir diesen Truck zurückbringen, sind doch ein paar Mäuse für Sie drin. Artie hat in South Downs ein paar Männer, die für ihn arbeiten. Diebe, alle miteinander. Mal sehen, was ich machen kann. Und Sie tauchen so lange erstmal ab. Ich denke wirklich, du solltest prüfen, was Artis Jungs... So, wir haben einen nächsten... Wir haben die nächsten Aufträge. Hey, ich habe gehört, in Wilcox Saloon ging's hoch her. Hört sich ja fürchterlich an. Jetzt nicht mehr. So, genau, damit fangen wir an.
Erledige Artis Hijacker. Das ist der erste Teil, den wir heute auf jeden Fall noch zu tun werden. Ich muss noch in den Laden Milch besorgen. Schätze schon. Warte mal, irgendwo ist nämlich noch eine Sicherung. Ich sehe sie nur gerade nicht. Dort, da unten. So. Und dann noch die Uhr. Dann haben wir ein paar Minuten Zeit. Ja, es geht los weiter mit dem nächsten Teil. Schwarzmann. Der erste, den wir gleich holen werden, uns ist Alfredo Frepace. Wir haben nur noch 34.000, also wir haben genug. Die Frage ist, kann ich da jetzt irgendwie in einen Blick, ne? Na komm. Wir haben ja Freunde. Haben wir jemanden, der in South Downs diesen Hit durchziehen kann? Muss nicht weiterreden. Bin schon unterwegs. Ja. Zeug auf die Polizei. Oh. Die haben den Typen schon getötet. War eigentlich nicht der Plan so an der Sache. Alle verfügbaren Einheiten, Meldungen über einen bewaffneten schwarzen männlichen Leck mich doch am Arsch. Bitte überprüfen. War mir ein Vergnügen. Moment, wir machen das alles. Kannst du mir helfen, die Bullen in South Downs abzuschütteln? Sofort. So, machen wir das mal kaputt hier. Auch wieder 50, diesmal 60.000 sogar. Da ich ja Fan bin, alles aufzuräumen. Machen wir damit jetzt los. Haben wir eine Waffe jetzt gerade hingelegt? So, die will ich mitnehmen. So. Genau, hier unten ist noch eine Notiz. Ich war kein Mann. Kommt mit, macht, kommt und macht mit bei der jährlichen, bei der dritten jährlichen Nachbarschaftsparty. Essen, Getränke, Gewinne diesen Sonntag bis von Mittag bis Sonnenuntergang. Cool. So, irgendwo war jetzt doch was, genau. Das wollte ich doch mitnehmen. Komm, machen wir nochmal schnell kaputt. Patsch, patsch. Und wir holen wieder 3.000 Dollar aus der raus. Hm, hier wird auch Geld. So. Ja, hier unten ist noch eine Sicherung. Oder wie gesagt, wie ich das am Anfang gesagt habe. Ein kleines Hufeisen. So, ach, das war so ein... Okay, Hela-Flohmarkt, warum auch nicht? Wir haben ja Kohle. So. Und schon haben wir wieder 6.000 auf der Hand. Irgendwie kriegen wir ständig Kohle. Aber das ist gut so. So, Geld. Lass uns was von dem Bargeld einbunkern. Bin in South Downs. Immer noch. Bin gleich da. Tut mir wirklich leid. Dein Geld ist bei mir immer. Wir haben oder nicht haben. So, dann würde ich sagen, wir mal Feierabend. Wir sehen uns im nächsten Part wieder bei Let's Play Mafia 3. Was haben wir dann als nächstes hier? Genau. Okay, dann machen wir das so. Zack, zack, zack. Dann ist der nächste Part hier. Und damit beginnt der nächste Part auf jeden Fall dann. Dort. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.